Herzlich willkommen zu unserer Kickoff-Veranstaltung des Kunstprojektes Tiny Bee und insbesondere auch zu unserer Eröffnung von Tiny Monday, dem Dialogforum, das zum Kunstprojekt gehört. Wir haben hier im Studio bei uns rechts Frau Wolf vom Kultur Rhein-Main-Fonds. Also herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie trotz Corona den Weg hier ins Studio geschafft haben und ihn noch gemacht haben. Ja, dazu gehört ja in der heutigen Zeit auch Mut. Ja. Wir haben ganz links Herrn Wagner Kahr, Direktor vom Museum Angewandte Kunst hier in Frankfurt und damit praktisch der Hausherr unseres, oder praktisch Hausherr, ich weiß, stimmt nicht ganz, aber de facto, ja, des Metzlerparkes, in dem unser Kunstprojekt im nächsten Jahr von Mai bis August dann stattfinden wird. Und hier zur Linken die wichtigste Person dieses Tages, nämlich Cornelia Saalfrank, das ist die Ideengeberin, die Erfinderin dieses Projektes. Der Tiny Monday ist gedacht als Ideenschmiede zum Anstoßen für neue Gedanken, neue Ideen. Und dass wir das gleich heute beim ersten Mal auch versuchen einzubauen, bieten wir Ihnen an, dass Sie Fragen und Anmerkungen uns an eine E-Mail-Adresse senden. Die E-Mail-Adresse kriegen Sie gleich unten in der Bauchbinde eingeblendet. Das ist bknoflach@tinybee.org. Diese Fragen und Anregungen, die Sie uns hoffentlich zahlreich schicken, werden wir dann hier vorne auf unserem Schirm sehen. Und ich werde sie versuchen, soweit es irgendwie möglich ist, immer direkt einzubauen, sodass wir auch einen lebhaften Dialog hier hoffentlich zustande bringen. Ja, und damit können wir schon starten. Liebe Cornelia, es ist dein Herzensprojekt. Ja, bitte, leg los. Danke, Barbara. Ja, es ist wirklich der große Tag. Nach so vielen Jahren der Vorbereitung, der Planung, der Gespräche, Ihnen heute das Projekt digital vorzustellen, hoffentlich ohne Einschränkungen. Natürlich ist es nicht so intensiv und schön erlebbar, nicht so emotional, wie wenn wir uns jetzt alle live getroffen hätten. Aber trotzdem bin ich sehr glücklich, dass wir heute hier die Gelegenheit haben, zum ersten Mal mit Tiny Bee in die Öffentlichkeit zu gehen. Tiny Bee ist eine neuartige experimentelle Kunstinstitution, ein Hybrid zwischen Skulpturenpark und Intervention in den öffentlichen Raum und Dialogforum. Die Idee ist entstanden, weil ich Skulpturenparks liebe, weil ich sehr, sehr viele Skulpturenparks erleben konnte. Kunst in der Natur hat ein ganz besonderes, inniges Feeling. Und insofern ist immer mehr die Idee gewachsen, einen eigenen Skulpturenpark zu begründen. Einen Skulpturenpark, der ein stimmiges und konsequentes Konzept entwickelt. Der Skulpturenbegriff, die Weiterentwicklung des Skulpturenbegriffs war ebenso mein Thema, die Untersuchung, was kann und soll eine Skulptur, was ist eine Skulptur und die Frage des Zugangs der Menschen, wie finden Menschen Zugang zur Kunst, auch das ist über eine erlebbare Kunst wesentlich einfacher als über, ich sag mal, das Bild an der Wand. Also die Idee Tiny Bee, daraus hat sich ein mobiler, temporärer Skulpturenpark entwickelt, den wir nächstes Jahr zum ersten Mal in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main präsentieren. Es ist ein interaktiver, temporärer Park, der dann im Anschluss vielleicht alle 2-3 Jahre in andere Länder und Städte weiterwandert mit neuen Skulpturen. Living in a Sculpture, bewohnbare Skulpturen, das ist ganz kurz zusammengefasst der Inhalt der Tiny Bee-Ausstellung. Wir werden 9 bewohnbare Skulpturen von internationalen Künstlern präsentieren, plus einige extra Projekte. Die Kunstwerke sind für die Besucher durchgängig zugänglich und temporär bewohnbar. Sie haben maximal 30 Quadratmeter und einige sogar ein Sanitärmodul.
Jeder kann sich daran aufhalten und die Experimente und die Konzepte der Künstler ausprobieren. Das bedeutet, am eigenen Körper, den eigenen Geist mit einzubringen und so im besten Falle Kunst und Leben verschmelzen lassen. Eintauchen in die Kunst, ein Existenzminimum, das Schlafen und Wohnen ausprobieren. Es gibt natürlich einige künstlerische Bezüge. Wir denken an den Märzbau von Kurt Schwitters, an das Haus Uhr von Gregor Schneider, an die Konzepte von Epsilon, von Steffen Willert, von Franz Erhard Walter, Franz West, Erwin Wurm und viele andere auch. Die Zeit titelte Ich zuerst. Tiny Bee schaut aber eher nach der Rückkehr der Gemeinschaft und nach den Wertefragen, nach der Frage, was brauchen wir wirklich? Die Künstler haben Experimente, Visionen, Utopien entwickelt zum Thema kleine Skulptur, kleine Tiny Skulptur. Basierend auf diesen künstlerischen Ideen, die Sie nächstes Jahr ab 8. Mai bis 8. August erleben können, bietet Tiny Bee ein Forum an, die Tiny Bee Mondays. Einen Freiraum zum Dialog, der voraussichtlich 10-mal stattfinden wird. Mit unseren Partnerinnen, die ich Ihnen noch heute vorstellen werde, mit den Künstlern, mit Architekten, mit Besuchern, Bürgern, Wissenschaftlern und vielen mehr. In verschiedenen Formaten, Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Performances, Videokunst wollen wir Fragen nach dem kreativen Lebens- und Denkraum, nach unseren Werten, nach dem Zustand unserer Welt und den geistigen Freiraum untersuchen. Was brauchen wir wirklich? Der Tiny Bee Way stammt erstmal aus dem Begriff Tiny. Ja, es geht darum, auf kleinem Raum seine Lebenserfahrung, seine Werteentwicklung auszuprobieren und die mit den Erfahrungen und den Ideen der Künstler zu vergleichen, zu vermischen. Tiny Bee, to be, klein sein, also erstmal die Überlegung, brauchen wir all das, was wir haben? Also das ist so eigentlich das Hauptanliegen in unserer Welt, unsere eigenen Bezüge zur Umwelt zu reflektieren, die eigenen Bezüge zu den Mitmenschen, die Bezüge zur Tierwelt, die Bezüge zu den Dingen. Ja? Also alles im Grunde die Möglichkeit, hier darüber nachzudenken, ob wir in unserem Jetzt-Zustand alles richtig machen, ob die Künstler uns vielleicht Ideen, Anregungen geben können, neu darüber nachzudenken. Ich möchte Ihnen heute die Geschichte erzählen, nicht nur wie Tiny Bee entstanden ist, sondern wer alles mittlerweile zum Tiny Bee Team gehört. Und ganz am Anfang haben wir eine gemeinnützige GmbH gegründet. Und zwar mit Barbara Knuflach. Du hast mich ja von Anfang an sehr eng begleitet, unterstützt, Tiny Bee gefördert. Bist also mit die wichtigste Person hier im Kreise. Und umso glücklicher bin ich, dass du auch heute dabei bist. Und Brigitte Eisenmann, der Baumhaus GmbH, Ulrike Petzold, Geschäftsführerin des Dachverbandes der Kulturfördervereine und Philipp Jacques, mein Lebensgefährte, die alle das Wagnis einer gemeinnützigen GmbH eingegangen sind. Und damit bin ich ganz gespannt, Barbara, was du aus deiner Sicht noch sagst, wie Tiny Bee dich gefunden hat und was Tiny Bee für dich bedeutet. Also für mich war das von vornherein eigentlich klar. Du kamst auf mich zu mit dieser Idee und ich hatte sofort zwei Bilder im Kopf. Das eine war das Thema Mensch, endlich ein Raum, in dem wir, ich komme aus der Immobilienbranche, in dem wir argumentieren, diskutieren, Ideen entwickeln können, ohne diese typischen Killerargumente. Normalerweise hat man ja sehr häufig das Thema, was alles nicht geht. Ja? Also man hat eine Idee und es kommen immer gleich mindestens 5, die sagen, nee, das geht aber nicht, weil. Und Kunst bietet einen herrlichen Raum, einfach nur Ideen zu entwickeln. Ideen zu entwickeln und sie einfach ein bisschen reifen zu lassen. Das war das eine.
Und das andere, was ich sofort im Blick hatte oder in meinem Kopf, waren Bilder dieser bewohnbaren Skulpturen. Das war einfach neu. Die Bewohnbarkeit schafft einen Raum. Und im Immobiliengeschäft reden wir permanent von Räumen. Ja, also wir arbeiten ja praktisch mit Räumen in jeder Form. Und ich hatte sofort das Bild im Kopf, hier geht es nicht nur um Ideen, wie wir zukünftig vielleicht wohnen können oder Ideen, wie wir zukünftig arbeiten können, sondern das ist etwas, was viel experimenteller ist, was auch viel innovativer ist. Weil man kann sich im Grunde genommen diese Skulpturen mit ein bisschen Fantasie überall vorstellen. Man kann sie sich vorstellen als wirklich kreativer Konferenzraum in einem Büro. Man kann sie sich vorstellen als Wohnraum auf dem Dach von bisher unbenutzten Dächern, als Nachverdichtung. Aber man kann sie sich genauso gut auch vorstellen als Bushaltestelle oder als Attraktion in einem Einkaufszentrum. Also diese Übertragbarkeit von Kunst mit der Assoziation sofort eine Idee zu haben, wie man das auch gleich anpacken kann und umsetzen kann. Das hat mich fasziniert. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass ich von Anfang an einfach gesagt habe, wow, da mache ich mit. Der erste große Schritt zur Realisierung war dann letztendlich die Entscheidung, von Berlin nach Frankfurt zu gehen. Ich hatte ja die Idee, wir müssen in Berlin anfangen. Das war erfolglos. Und als wir dann die Entscheidung getroffen haben, Tiny Bee in Frankfurt zu präsentieren, hat man hier die Idee verstanden. Und mit dem großen ersten Schritt an den Rhein-Main-Kulturfonds zu gehen und die Chance zu bekommen, hier einen Förderantrag zu stellen und dann auch noch das Glück gehabt zu haben, einige Monate später, ich erinnere mich genau an den Tag, das war der 31. Mai 2019, die Zusage am Telefon zu hören. Das war wirklich ein sehr glücklicher Moment. Und ich bin sehr froh, dass Frau Wolf, Sie hier sitzen, dass Sie uns die Möglichkeit, die Chance gegeben haben, diesen großen ersten Schritt in die Realisierung zu gehen, dass Sie das Vertrauen gehabt haben, dass Sie uns das Vertrauen geschenkt haben. Denn mit dieser Entscheidung des Rhein-Main-Kulturfonds konnten wir die Künstler beauftragen, wir konnten die in die Planung gehen, wir konnten Personal einstellen. Es war also wirklich die Chance, um überhaupt jetzt zu überlegen, wie setzen wir das Ganze denn erst um. Ja, Frau Knoflach, Frau Salfrank, wir haben mehrere Gremien, die solche Anträge beschließen müssen und gerade im großen Verfahren, und es geht um größere Summen, haben Sie die Hürde des Kuratoriums genommen und Sie haben die Hürde des Kulturausschusses, also des Aufsichtsrates genommen, mit einem überzeugenden Konzept, ganz offensichtlich, ein Konzept, was die gesamte Rhein-Main-Region zusammenschließt, also mehrere Orte in Betracht nimmt, aber eben auch verschiedene Disziplinen. Ist auf der einen Seite künstlerisch, auf der anderen Seite in einem interdisziplinären Gespräch innerhalb des Rhein-Main-Gebietes. Und das ist etwas Attraktives, was eben dass die Eigenheit auch unseres Kulturfonds ist, dass wir Dinge verbinden wollen und eben auch sichtbar werden lassen wollen. Und ich denke, dass viel Hoffnung besteht, dass diese Skulpturen sichtbar werden. Nicht nur im Metzlerpark, nicht nur am Rande des Landesmuseums in Darmstadt, sondern dass sie dadurch auch im gesamten Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus sichtbar werden können. Und es berührt ja eine ganz zentrale Fragestellung. Wir haben auf der einen Seite in den letzten Jahren immer größere Wohnungen gehabt. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war die Wohnung pro Person ungefähr 35 Quadratmeter. Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei 47 Quadratmetern pro Person. Sie sprechen das genaue Gegenstück dazu an. Und zwar nicht unter dem Zwang, alle Menschen müssen künftig klein wohnen, sondern mit der Fragestellung, was braucht es eigentlich wirklich zum Leben? Was braucht es, dass ich mich wohlfühle? Was braucht es, dass die Funktionalität meiner Wohnung oder auch meines Arbeitsplatzes schön ist, dass ich mich dort einhüllen kann, dass ich dort kreativ bin? Also alles Dinge,
wo sich Leben abbildet in dem Kern, worauf wir uns wirklich beziehen wollen. Und dass wir das mit künstlerisch innovativen Zugängen betrachten können in den nächsten Monaten, dass wir das im Außenraum betrachten können, ist in diesen Zeiten auch ein gutes Argument. Dass wir vom Betrachten ausgehen können in weitere Überlegungen, das finde ich ein sehr gutes Konzept, dass wir uns über diesen ästhetischen Zugang dann eben auch in eine gesellschaftliche Diskussion bewegen. Das scheint uns zukunftsträchtig zu sein und deswegen unterstützen wir als Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main dieses Projekt sehr gerne und wünschen ihm viel Erfolg, keine Unterbrechungen und gute Veranstaltungen. Vielen, vielen Dank, Frau Wolf. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben dann einen Beirat gegründet. Auch an dieser Stelle möchte ich ein ganz großes Dankeschön an die Beiratsmitglieder aussprechen, die damals uns schon in Berlin so unterstützt haben, nämlich Peter Hönisch, Dr. Matthias Jaletzke, Rainer Neumann, Dr. Sven Sappelt, Philipp Engelbrecht und Christian Jakobs. Darüber hinaus sind wir dann mit der Frage, wo gehen wir denn in Frankfurt hin? Was ist der richtige Ausstellungsort? Was könnte in Frankfurt der richtige Ausstellungsort für Tiny Bee sein? Und da haben wir uns natürlich verschiedenste Orte angeschaut. Und als ich im Metzlerpark stand, war mir sofort klar, hier ist der richtige Ort. Wir sind im öffentlichen Raum. Der Metzlerpark ist 24 Stunden geöffnet und zugänglich. Er sitzt wirklich mittendrin in der Stadt mit dem Blick auf die Skyline, auf die Finanzmetropole Frankfurts, am Main sehr schön gelegen. Und wir haben im Hintergrund das Bürgerviertel, wir haben Sachsenhausen, wir haben also die Menschen, die in Frankfurt leben. Und der Park ist nicht zu groß und er ist nicht zu klein. Also für eine solche Ausstellung mit bewohnbaren Skulpturen wunderbar geeignet. Das dachte ich und zum Glück dachte es auch Professor Wagner K., den wir dann sehr schnell um ein Gespräch gebeten haben. Und wir haben auch gleichzeitig mit Ihnen, Professor Wagner K., ein Kunst- und Nachhaltigkeitskomitee gründen können. Sie sind Mitglied des Nachhaltigkeitskomitees für Tiny Bee. Und wir haben Professor Dr. Wolf Herzogenrath dabei, Professor Dr. Friedhelm Mennekes, Ursula Müller und Corinna Wolfin, alles sehr gute und bekannte Kuratoren. Und Professor Dr. Wagner K., Sie haben uns eine Offenheit und eine Neugierde entgegengebracht für das Projekt, die ich sehr bewundernswert fand, die mich glücklich gemacht hat. Und ich freue mich sehr, dass Sie jetzt hier sitzen und uns auch nochmal Ihre Sicht auf das Projekt und auf die Themen von Tiny Bee schildern. Ja, es hatte direkt am Anfang etwas bei mir mit einer Faszination zu tun, mit auch einer großen Neugierde, weil ich zumindest damals stark vermutet habe, dass es ein Skulpturenpark einer anderen Art werden wird. Wir kennen ja große Skulpturenparks, Sandsbeck oder so, Arnheim und so, die schon vor langer Zeit entstanden sind. Und hier ist natürlich der Standort aus meiner Sicht sehr interessant, weil wir in der Umgebung zum einen eben wirklich eine bewohnte, gelebte Stadtsituation vorfinden. Gleichzeitig aber eben auch der Park verschiedene Museen miteinander verbindet, die ja durchaus thematisch auch mit darauf Einfluss haben oder beziehungsweise sozusagen in dem, was sie als Themen bearbeiten, sozusagen mit in diesem Projekt vorkommen, ob das jetzt das Deutsche Architekturmuseum auf der einen Seite ist, wo es na klar ganz deutlich um Architekturen als solches erstmal geht, aber vielleicht nochmal sozusagen ohne den künstlerischen Impetus. Auf der anderen Seite haben wir das Weltkulturenmuseum sozusagen mit direkt anschlüssig an den Park, wo es grundsätzlich ja um Themen des Wohnens
als solches geht oder überhaupt, wie entstanden bestimmte Dinge, was machen auch dann wiederum bestimmte Gegenstände aus, die sich damit verbinden. Und auf der anderen Seite natürlich wir als Museum Angewandte Kunst, wo wir uns immer ganz stark die Frage eben nach dem Angewandten sozusagen auch nach dem Sinnstiftenden als solches, aber eben auch dem Mehr an Bedeutung bei Objekten und Kunst als solches immer fragen, beziehungsweise uns das als Themen stellen. Und da muss ich dann sagen, dass das so viel aufgemacht hat bei mir. Ich habe sofort natürlich an Gaston Bachelard gedacht, ein französischer Historiker und Philosoph, der sich ganz explizit mit den Anfängen beschäftigt hat, den Anfängen des, sozusagen, kann ich mal sagen, Wohns, aber auch den Anfängen der Kunst. Das eine mündete in ein Buch Poetik des Raumes, was sich lohnt, in diesem Zusammenhang auf alle Fälle nochmal zu lesen und sich damit auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite die Psychoanalyse des Feuers, wo er sozusagen am Feuer, also in dem Moment, wo der Mensch in der Lage war, den Tag in die Nacht zu verlängern, so etwas wie Muse hatte und in der Träumerei vor dem Feuer dann überhaupt sozusagen das erste Kunstwerk oder die ersten Kunstwerke, als, oder was man als solches bezeichnet heutzutage, entstanden sind. Und das fand ich, bekam plötzlich dieses Projekt Tiny Bee mit den auch vorgestellten oder zumindest damals den Ideen, wer welche Künstlerin, welcher Künstler mit welchem Projekt damit in Erscheinung treten könnte, bekam das für mich so eine Bedingtheit, dass das eigentlich an keinem anderen Ort erstmal geht, hier in Frankfurt. Und aber insgesamt als Projekt etwas ist, was in vielerlei Hinsicht zum einen zeigen kann, zu was Kunst in der Lage ist, wie Kunst auch an ganz klare Lebenswirklichkeiten andockt, aber darüber eben hinaus den Raum für Fantasie freimacht, der uns, glaube ich, bei vielen fehlt. Auch und gerade, wenn wir dann wieder in den Immobilienbereich hineingehen, sozusagen speziell in dem Bereich. Und insofern, denke ich, ist das ein spannendes und sehr, sehr diskursives Projekt. Darüber hinaus, glaube ich, von einer großen Sinnlichkeit getragen, was natürlich mit durch diese Teilhabe gegeben ist, eben dieses Bewohnbare oder dieses in einer Skulptur für temporär zu leben, auch über das Nomadische nachzudenken. Und ja, es gibt einfach so sehr viele Themen, die damit angesprochen sind. Vielen Dank. Wir haben es dann geschafft, die Städte mit ins Netzwerk zu ziehen. Nicht nur die Städte, auch das Land Hessen. Die Städte allen voran, die Stadt Frankfurt. Und hiermit möchte ich auch einen großen Dank aussprechen an die Kulturdezernentin Frau Dr. Ina Hartwig, unsere Schirmherrin, die leider heute nicht dabei sein kann, die aber gleich mit einem Zitat in Erscheinung treten wird. Wir haben ebenso Frau Sibylle Linke, die Kulturamtsleiterin, gewonnen, die ja auch für den Metzlerpark zuständig ist und uns die Genehmigung erteilt hat. Wir haben vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst Angela Dorn, die uns sehr früh ein Unterstützerschreiben geschickt hat, das uns sehr geholfen hat. Der Staatsminister Axel Wintermeyer ist dabei und das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, die auch diese Veranstaltung heute unterstützen, stehen hinter Tiny Bee, sowie dann die weiteren Städte, in denen Tiny Bee auftritt, in Wiesbaden, der Stadtrat Axel Imholz, der Kulturamtsleiter Jörg-Uwe Funk und vor allem dann der Direktor des Hessischen Landesmuseums in Wiesbaden, Dr. Andreas Henning, der auch später zu sehen sein wird. In Darmstadt, die dritte Stadt, in der Tiny Bee auftauchen wird, mit dem Oberbürgermeister Jochen Partsch und dem Kulturreferent Professor Dr. Hünnekens und eben der Direktor des Landesmuseums Darmstadt, Dr. Martin Faas, den wir jetzt auch gleich sehen werden. Also das alles und diese positiven Haltungen der Städte, der einzelnen Ämter, der Museen
haben letztendlich dazu geführt, dass das kleine Tiny Bee immer größer wurde und größer wurde, was mich natürlich auch glücklich macht und überrascht hat. Das Museumsnetzwerk, das wir gründen konnten, ist vielleicht so auch einmalig, denn mit dem Museum Angewandte Kunst, dem anliegenden Weltkulturenmuseum, Frau Dr. Eva Rabe, mit dem Deutschen Architekturmuseum und Peter Kaczula-Schmal, dem Historischen Museum und Dr. Jan Gerchow mit dem Museum Girsch, Birgit Sander und eben den Landesmuseum in Wiesbaden und Darmstadt, ist das schon eine stolze Runde, die mit ihren Programmen, mit ihrem Netzwerk Tiny Bee auch unterstützen und zeigen werden. Damit bitte Film ab. Wir leben in einer Zeit des Wachstums, des immer größer, des immer mehr. Und da hat sich schon in den letzten Jahren eine architektonische Entwicklung abgezeichnet, dass es ein Zurück zum Kleinen gibt. Und aus diesem Interesse ist so etwas wie die Idee von einem Tiny Home entstanden. Ich finde, das ist eine sehr interessante Bewegung. Und es ist interessant zu sehen, dass sich das auch auf den Bereich der Kunst überträgt und dass daraus jetzt Ideen auch für bewohnbare Skulpturen werden. Und diese Verbindung zwischen Kunst auf der einen Seite und einem architektonischen Minimalismus auf der anderen Seite, das finde ich interessant und das zeichnet das Projekt Tiny Bee aus. Ja, und jetzt kommen wir für mich erstmal zum wichtigsten Part, für Katrin Lewinski auch, meine Co-Kuratorin, die gerade in New York sitzt, in sicher noch sehr viel schwierigeren Bedingungen, wie wir sie jetzt aktuell erleben. Hallo Katrin. Katrin ist mir zugespielt worden von dem Beiratsmitglied Philipp Engelbrecht. Wir haben uns sofort verstanden und ich glaube, wir hatten den Draht zu wissen, dass wir uns auch sehr gut ergänzen. Du mit deiner Sicht auf die internationale Kunst, ich mit meinen Kontakten. Und wir sind überzeugt, dass wir aus der Mischung der künstlerischen Positionen eine spannende Auswahl zusammengestellt haben. Also jetzt folgt erstmal Katrin aus New York. Wenn man sich überlegt, wie wir gerade leben, wie man leben will und kann und wo und sich die Möglichkeiten betrachtet, in der Vergangenheit, jetzt, wie sieht die Zukunft aus? Dann hat ein Prozess des kreativen Denkens bereits begonnen. Und das Projekt Tiny Bee, die Ausstellung, realisiert vielleicht, was wir uns vorstellen können. Wir haben verschiedene Kriterien aufgestellt, nach denen wir die Künstler ausgewählt haben und eingeladen haben. Das sind natürlich nicht nur Genderfragen, das Alter, das Renommee der Künstler, internationale Künstler, nationale Künstler. Es sind vor allem die Inhalte der künstlerischen Werke, die uns interessieren. Und wir haben uns ziemlich schnell entschieden, keine Architekten und Designer einzuladen, was natürlich auch naheliegend gewesen wäre, sondern wir haben zumindest jetzt für Tiny Bee 1, für Living in a Sculpture, nur bildende Künstler eingeladen. Form und Funktion stehen also nicht im Vordergrund, sind sicher auch Teil der künstlerischen Aufgabenstellung. Im Vordergrund stehen die Geschichten, die die Künstler zu erzählen haben. Und ich kann Ihnen versichern, wir haben die Entwürfe ja schon vorliegen, die aber erst dann kurz vor der Ausstellung veröffentlicht werden, dass es viele Überraschungen geben wird. Selbst Katrin und ich waren bei allen Entwürfen überrascht. Und es sind nicht nur Künstler, die sich sowieso schon interdisziplinär mit Kunst, Architektur und Design auseinandersetzen, sondern eben auch Künstler, für die diese Fragestellung, eine Skulptur zu entwickeln, die genutzt werden kann, natürlich auch erstmal eine Herausforderung war. Und wir waren gespannt, ob die Künstler diese Frage überhaupt auch beantworten möchten, ob sie die Frage nach dem Nutzen denn auch reizt, weil eigentlich widerspricht der Nutzen ja einem Kunstwerk. Insofern sind wir tatsächlich sehr zufrieden, dass wir neun künstlerische Werke zeigen, die genutzt
werden können. Bitte Film ab. Hier möchte ich Ihnen jetzt die einzelnen Positionen präsentieren im Metzlerpark, in Darmstadt und in Wiesbaden. Hier haben Sie einen Blick auf den Metzlerpark, wie er eingebettet ist in Frankfurt mit der Skyline. Der Metzlerpark selbst als bürgerlicher Park mit vielen grünen Flächen, mit einer zentralen Stelle, einem Brunnen, auf der einen Seite das Museum Angewandte Kunst, auf der anderen Seite das Weltkulturenmuseum. Und wir haben diese eingeteilten grünen Flächen, über die wir jetzt die 10, es sind letztendlich 9 bewohnbare und ein Extraprojekt, diese 10 Skulpturen verteilt haben. Die erste Position mit Christian Jankowski. Christian Jankowski ist ein Künstler, der eigentlich eher aus der Videokunst und mit Fotoarbeiten bekannt ist, Konzeptkünstler, den wir auch nachher bei den Tiny Talks noch hören werden und der uns einen kleinen Einblick gibt in seine Gedankenwelt, die er zum Thema Tiny Bee hat. Er ist 1968 in Göttingen geboren und lebt in Berlin. Werke sind zum Beispiel in der Julia Stoschek Collection enthalten und es ist ein international renommierter Künstler, der jetzt gerade sich in Bukarest befindet und am Freitag eine große Ausstellung dort trotz der Corona-Bedingungen eröffnet hat. Die zweite Position mit Terence Koh ist eine sehr experimentelle Arbeit. Terence Koh ist lange mit exzessiven Performances in Erscheinung getreten, hat sich in den letzten Jahren aber ganz stark in Richtung Nachhaltigkeit, Ökologie und Fauna entwickelt. Und wir sind sicher, dass seine Arbeit, die die Erde in den Mittelpunkt stellt, für viele ein ganz, ganz spannender Anziehungsort sein wird. Er ist 1977 in Peking geboren, lebt und arbeitet jetzt in New York und Los Angeles und Werke sind in der Tate Collection in London. Die dritte Position wird technisch sehr herausfordernd von Laure Prouvou, eine bekannte französische Künstlerin, die Sie vielleicht letztes Jahr in Venedig haben erleben können. Sie hat den französischen Pavillon bespielt und ist 1978 in Lille geboren, lebt in Antwerpen und in London, hat 2013 den Turner-Preis gewonnen und wird begleitet von den Landschaftsarchitekten Köber Stuttgart. Auch hier nochmal einen herzlichen Dank an dieses Architekturbüro. Die vierte Position mit Mia Eve Rollo und Caleb Duarte ist ein partizipatives Projekt. Dieses Künstlerduo ist auf der ganzen Welt schon in Erscheinung getreten mit partizipativen Projekten, oft mit Randgruppen. Hier steht das Thema Partizipation, Handeln mit sozialer Verantwortung, Identitätsfragen und Performances im Vordergrund. Das Thema Heilung wird Teil ihrer Performances sein. Sie sind geboren 1984 in Chicago und 1977 in El Paso in Texas und leben in Kalifornien und Texas. Und beide haben den Creative Capital Award in 2019 gewonnen. Die fünfte Position mit Sterling Ruby wird ebenfalls eine sehr überraschende sein. Sterling Ruby ist ein Künstler, der sich interdisziplinär zwischen Kunst, Mode, Design und Architektur bewegt und 1972 in Bitburg in Deutschland geboren ist, nun aber schon sehr lange in Los Angeles lebt. Die sechste Position mit Thomas Schütte zeigt einen in Deutschland und international sehr bekannten Bildhauer, der uns schon sehr früh seine Zusage für die Tiny Bee-Ausstellung gegeben hat und uns damit tatsächlich auch wirklich geholfen hat. Denn mit dieser Position konnten wir andere Künstler gewinnen und auch andere Förderer. Wir waren ja als Tiny Bee erstmal Noland, das kannte uns ja keiner. Also nochmal lieben Dank, Thomas, für deine frühe Zusage. Thomas Schütte, auch sehr bekannt für das interdisziplinäre Arbeiten. Er hat schon sehr, sehr viele Architekturmodelle geschaffen. Und für Tiny Bee wird er ein Architekturmodell zum ersten Mal in Realität in groß ausführen.
Er ist 1954 in Oldenburg geboren, lebt und arbeitet in Düsseldorf, Werke in allen möglichen Sammlungen der Welt vertreten, unter anderem auch in der Bundeskunstsammlung in Berlin. Die siebte Position ist das Ski Art Kollektiv aus Berlin. Mir war es sehr wichtig, ein wissenschaftliches Projekt mit einzubeziehen und habe Vera Meyer kennengelernt, habe einen Artikel über sie gelesen, der mich sehr neugierig gemacht hat. Sie werden sie gleich live bei den Tiny Talks per Videobotschaft erleben, also ganz live stimmt nicht. Und das Ski Art Kollektiv ist also im Spannungsfeld von Wissenschaft und Kunst zu Hause. Es ist ein Künstlerkollektiv aus Architekten, Forschern, Künstlern und Designern. Und sie arbeiten zum Thema Pilze an der TU in Berlin und an der UdK in Berlin. Dann haben wir als achte Position ein Extra, das mir persönlich sehr wichtig war, denn wir bekommen eine Arbeit von Charlotte Posenenske. Charlotte Posenenske hat sehr früh schon in den 60ern ein Manifest geschrieben, das bemerkenswert war, für das sie eigentlich auch jetzt erst in den letzten Jahren anerkannt wird. Denn ihre Skulpturen damals hat sie dem Publikum übereignet. Sie hat quasi das Publikum eingeladen, ihre Skulpturen zu bauen und immer wieder neu zusammenzusetzen. Das war natürlich zu damaligen Zeiten absolut revolutionär. Sie ist 1930 in Wiesbaden geboren und ist 1985 leider sehr früh verstorben. Dann komme ich zu Darmstadt. Hier haben wir eine Skulptur am Landesmuseum und zwar an einer sehr spannenden Situation zwischen Landesmuseum und Schloss und Park. Hier gibt es einen Unort, eine Fläche, die einen, ja, ich würde mal sagen, eher ungepflegten Rasen aufweist und eine Fläche darstellt, die gerade einen Künstler reizen kann, dort eine bewohnbare Skulptur aufzustellen. Es ist Uno Gökmen, ein Künstler, den Katrin und ich letztes Jahr in der Städelschule bei der Abschlussausstellung entdeckt haben. Er ist 1985 in Ankara geboren, lebt in Frankfurt und Istanbul und beschäftigt sich eher mit der Architekturgeschichte, mit Fragen der Identität und hat ganz archaische Elemente in seinem Entwurf. Wir können sehr gespannt sein. Als letzte Position möchte ich Ihnen Alison Knowles vorstellen, die wir haben gewinnen können für eine Position sehr repräsentativ vor dem Landesmuseum der Stadt Wiesbaden. Dort wird sie ihre Skulptur, ihre bewohnbare Skulptur bauen. Auch hier technisch sehr aufwendig, sehr modern, in die Zukunft blickend. 1933 ist die Fluxus-Künstlerin in New York geboren. Sie war schon des Öfteren in Wiesbaden, freut sich zurückzukommen in die Fluxusstadt und dort auch mit Performances ihre Skulptur zu bespielen. Dann haben wir ein Zusatzprojekt und zwar mit Professor Wagner Kahr. Auch hier nochmal herzlichen Dank, dass wir die Idee in der Mitte des Parks einen Pavillon, eine Art römisches Theater bauen können, das sie mit den Studenten der HFG entwickeln wollen. Wir wissen noch nichts Näheres. Wir wissen nur, dass wir uns freuen würden, wenn unsere Gäste für die Tiny Mondays dort einen Ort haben, an dem sie sich sammeln können, an dem die Vorträge dann auch stattfinden können. Und die Studenten werden das dort bauen. Ich glaube, das Semester fängt ja jetzt erst an. Das heißt, wir sind da ganz gespannt auf die weitere Entwicklung. Und nun möchte ich Ihnen noch einen weiteren wichtigen Punkt der heutigen Veranstaltungen mitteilen, und zwar unser Extra-Projekt mit Schneider-Schuhmacher, die Tiny Infobox. Die Tiny Infobox steht jetzt schon im Metzlerpark, wird heute eingeweiht und wir haben auf dieser wunderbaren Stelle vor dem Brunnen im Metzlerpark die Tiny Infobox positioniert, die heute enthüllt wird und von Schneider und Schuhmacher uns gleich mit einem
Beitrag mit Michael Schumacher und Till Schneider vorgestellt wird. Denn die Tiny Infobox wurde von der großen Infobox, die damals 1994 am Potsdamer Platz stand, neu gebaut, umgeformt in eine Skulptur und ist eine ganz neuartige Mischung aus Leuchtreklame und Skulptur. Clip ab. Till, was sagst du? Infobox die dritte? Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Unsere Infoboxen werden immer kleiner. Ja, aber es hat auch was damit zu tun, in was für einem Kontext sie gebaut werden. Wir haben 1994 eine große Infobox in Berlin gebaut, am Potsdamer Platz, die dazu diente, die Bebauung des Potsdamer Platzes anzukündigen. Das war der Anlass. So ein begehbares Bauschild. Ja. Ein begehbares Bauschild sozusagen. Und in gewisser Weise ist es diesmal nicht begehbar, aber es kündigt auch an, was hier im Park passieren soll. Es soll ja hier auch für Tiny Beast sein. Ich sehe da drin eine künstlerische Bewegung, die sich mit, beim Autobau würde man sagen, Downsizing auseinandersetzt und mit einer Art Betrachtung der Welt, wie wir da drin mit wenig Ressourcen klarkommen. So würde ich das als künstlerische Bewegung beschreiben. Ja, es ist ja vielleicht auch etwas, was gut in die Zeit passt. Also, dass man jetzt wirklich so sagt, hier so allzu große Gruppen auf einem Haufen ist nicht mehr angesagt. Insofern, dass man so sagt, hier, was ist denn so ein Minimalbedürfnis, wie kann man das erfüllen, was braucht man dazu? Das könnte ganz interessante Diskussionen auslösen. Ja, also das Erleben einer Infobox bedeutet natürlich als erstes einmal, dass etwas auffällt in einem Park, dass überhaupt etwas Seltsames zu sehen ist. Dass man aufmerksam wird auf etwas. Diese fordert auf, hoffentlich zu lesen, was dort angekündigt wird. Und das sind eben die Tiny Beasts, die hier im Park errichtet werden sollen. Es geht im Grunde um Neugier zu erwecken. Und hier ist es ja so, dass die bewegten Bilder, die gezeigt werden, viele Menschen reagieren ja immer dann, wenn irgendwo ein Fernseher rumsteht, dann bleibt denen gar nichts anderes übrig, als hinzugehen und zu glotzen, was da zu sehen ist. Und der Effekt funktioniert hier auch, eingebettet in eine schöne rote Box. Ja, wir sind auch richtig gespannt, was den Künstlern so einfällt. Das Thema Wohnen ist ja eins, was jetzt auch in Frankfurt immer wieder hochkommt. Ernst May ist ja einer gewesen, der das für die Masse gemacht hat. Aber jetzt mal zu gucken, wie Künstler darauf reagieren, was auf die neuen Herausforderungen, die man so ans Wohnen stellen kann, sind wir reichlich gespannt. Ja, lieber Michael, lieber Till Schneider, auch an euch nochmal ein großes Dankeschön, dass wir diese Tiny Infobox bekommen haben, dass ihr euch dieser Idee gleich angenommen habt. Danke an Barbara, dass du uns verknüpft hast mit Schneider und Schumacher, denn aus dieser Kooperation ist noch viel mehr geworden. Schneider und Schumacher unterstützt uns auch bei den Entwürfen der Künstler in die Überführung der Genehmigungsphase. Wir sind da sehr, sehr dankbar, vor allem der Mitarbeiter Jan-Philipp Krüger. Du hilfst uns sehr. Vielen, vielen Dank. Damit möchte ich überleiten zu weiteren Dankeschöns. Wir sind noch nicht am Ende, und zwar gibt es noch viel mehr Partner, die ich gerne Ihnen vorstellen möchte. Also erst einmal danke für die Unterstützung dieser Veranstaltung heute an das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, an die Deutsche Rheinhaus, die nicht nur heute uns unterstützt, sondern der erste große Partner für Tiny Bee war, nämlich schon vor 3 Jahren hat Carsten Rutz gesagt, das Projekt finde ich gut, ich bin bei euch, ich stelle euch finanzielle Unterstützung zur Verfügung, aber auch Martin Rendl. Martin, wir werden dich gleich auch noch hören, vielen Dank für deine Begleitung. Wir haben ein großes Dankeschön auch an die Maleki Corporate Group zu richten. Nada Maleki, der uns hier empfangen hat heute und der exklusive Partner für alle Veranstaltungen von Tiny Bee
ist. Wir haben die Perlenfischer GmbH, Christine Wüst und Sonja Knecht, die uns ehrenamtlich die letzten 3 Monate sehr geholfen haben. Wir haben ein großes Dankeschön und vor allem ich an Jochen Hendricks zu sagen, ein Künstler hier aus Frankfurt, der immer im Hintergrund mich beraten hat und Tipps gegeben hat und seine Sicht auf die Dinge erläutert hat. Und es gibt Felix von Böhm von Art and Beats, immer im Hintergrund, der hier diese Clips geschnitten und gemacht hat, unser Instagram-Programm zum Laufen gebracht hat. Also auch hier, lieber Felix, großen Dank an dich und dein Team. Und jetzt natürlich auch an unser Team noch ein großes Dankeschön. Mit Wolfgang Wershofen, Josephine Rauch, Selena Omer, Michael Stein und Friedhelm Dorndorf, die uns in den letzten Wochen, ich glaube, wir haben uns jetzt erst wirklich geformt und wissen, so wird es funktionieren. Jeder hat einen ganz wichtigen Part und stellt unser Tiny Bee-Team auf die richtigen Beine, damit wir das nächste Jahr erfolgreich überstehen. Dann möchte ich danken der IKEA-Stiftung, der Zentra Immobilien GmbH, der Stadt Darmstadt, der Sparkasse Darmstadt, der KfW-Stiftung, die einen eigenen Tiny Monday entwickeln werden, der Stiftung Lebendigen Stadt, Normative Orders, dem Forschungsverbund der Goethe-Universität, die auch einen eigenen Tiny Monday entwickeln werden, der Stadt Offenbach, die jetzt erst ganz kurzem noch zu uns gestoßen sind, auch mit einem eigenen Tiny Monday, der Stiftung Polytechnischen Gesellschaft, der Tourismus und Kongress GmbH in Frankfurt, der Sparkassenversicherung, der Frankfurter Sparkasse 1822, der NASPA-Stiftung und weiteren Kooperationspartnern wie dem AIV, Architektenverband in Berlin, der Baumhaus GmbH, Bellier, Bicycli, BDA in Frankfurt, dem CLB Berlin, Cross Boundaries und der Grüne Salon, Deutschland Land der Ideen, Ernest in Algernon, Feldhoff und Zie, Hogan Lovells und MVRDV Architekten, Pro Quadratmeter, der Schader Stiftung, Schubiger Arts and Funds, ULI, Urban Land Institute, UCU, 3 Deluxe und allen natürlich, die ich im Vorfeld schon genannt habe. Zur Tiny Infobox möchte ich noch kurz ergänzen, dass sie jetzt für 3 Monate im Metzlerpark stehen wird, bis zum Aufbau der Ausstellung auf Tiny Bee hinweist und im Anschluss dann hoffentlich sehr wahrscheinlich auf das Gelände der Goethe-Universität weiterwandert und dort mit Normative Orders und den Studenten auch auf wissenschaftlicher Basis immer wieder Kunstvermittlungs- und wissenschaftliche Programme auf den Bildschirm einspielen wird. Du hast ein paar Fragen. Wollen wir die kurz vor dem Video zu den Partnerclips einspielen? Ja, ja? Gerne. Okay. So, uns haben die ersten Fragen hier erreicht und ich glaube, die allererste passt sehr gut hier, nämlich was passiert bei den Tiny Mondays und wo finden sie statt? Cornelia, das glaube ich ist eine gute Frage für dich. Ja. Also die Tiny Mondays werden an unterschiedlichen Orten stattfinden. Einmal bei den Partnern selbst, die Tiny Mondays entwickeln, ihre eigenen Tiny Mondays. Dann im Metzlerpark, rund um den Brunnen, im Pavillon der HFG. Und wir sind offen. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch Tiny Mondays in anderen Museen stattfinden. Da sind wir offen. Und was findet statt? Performances, Vorträge, Podiumsdiskussionen mit wichtigen Rednern, die wir jetzt schon gesammelt haben. Aber das eigentliche Programm, ich glaube, da werden wir uns jetzt erst ab Dezember, Januar dran setzen. Denn bisher waren wir mit dem gesamten Aufbau schon sehr beschäftigt und gefordert. Ja, Unterstützung immer willkommen. Ja, die zweite Frage, die ich hier habe, ist, richtet sich das Projekt nur an Kunstinteressierte? Da können wir, glaube ich, alle was dazu sagen. Natürlich nicht, sondern wir versuchen hier interdisziplinär die verschiedensten Bereiche zusammenzubringen. Unser ganz großes Anliegen ist es, dass unterschiedliche Bereiche miteinander ins Gespräch kommen und gemeinsam neue Ideen entwickeln. Deswegen also nicht nur für Kunstinteressierte, die selbstverständlich auch, weil es kommt aus dieser Richtung, aber es soll ein Dialog zwischen Kunst, ja,
Stadtentwicklung, Immobilienwirtschaft, ganz normalen anderen Bereichen, also alles, was Sie sich im weitesten Sinne vorstellen können, zukünftig geben. Das wünschen wir uns. Möchte noch jemand auf dieses Thema eingehen? Dann haben wir eine weitere sehr spannende Frage. Cornelia, die gebe ich dann an dich weiter. Wie wird der Erfolg von Tiny Bee gemessen werden? Wann war es ein gelungenes Projekt? Sehr gute Frage. Ja, das ist eine tricky Frage, weil wir es ja auch zum ersten Mal machen. Also ich denke sicher, die Besucherzahlen werden zeigen, ob das Projekt gut angenommen wird. Die Gäste, die die Skulpturen temporär ausprobieren werden, werden denn alle Nächte in den 3 Monaten ausgebucht sein zum Beispiel? Das wird ein Erfolgsfaktor sein. Wie reagiert die Öffentlichkeit? Wie ist die Situation im Metzlerpark? Wie wird das Projekt tatsächlich angenommen werden? Wird es negative Stimmen geben? Wie wird die Presse reagieren? Ja. Sie haben bestimmt auch Vorstellungen. Ja, für mich wäre ein Kriterium, welche Themen dann im Anschluss oder währenddessen diskutiert werden. Also wie weit wirkt es in ganz andere Bereiche mit hinein? Ja, das wäre für mich ein Kriterium, wobei ich da ganz zuversichtlich bin. Also mir geht es so ähnlich. Ich glaube, für mich ist es dann ein Erfolg, wenn wir zum einen viele Diskussionen anstoßen konnten und zum anderen eine Folgeveranstaltung genauso gut wieder auf die Beine gestellt bekommen wie diese. Ja. Gut, ich glaube, damit schließen wir den ersten Block der Fragen und ja. Ich gehe wieder zurück an dich. Danke. Damit möchte ich Ihnen den nächsten Clip vorstellen, den wir zusammengeschnitten haben aus verschiedenen Beiträgen, Zitaten und Videobotschaften unserer Förderer und Partner. Ohne Kunst geht es nicht. Wenn wir uns als Gesellschaft, wenn wir uns in unseren individuellen Biografien entwickeln wollen, brauchen wir die Kunst. Mit Schiller gesprochen, führt uns ja die Kunst in ein Freiheitserlebnis, in dem wir offen werden für Ideen, lebensvolle, motivierende Ideen. Wir im Museum Wiesbaden, wir freuen uns auf die Erfahrungen, die Tiny Bee, die Skulpturen eröffnen werden, insbesondere natürlich auf die Skulptur von Alison Knowles für unser Haus. Denn ohne Kunst geht es nicht. Was ist Tiny Bee? Also zunächst einmal spektakuläres Kunstprojekt, das steht außer Frage. Darüber hinaus finde ich fast noch wichtiger, dass Tiny Bee mit Veranstaltungen ein Forum bietet und Fragen stellt zum Thema Stadtentwicklung im weitesten Sinne. Also nicht nur Fragen an die üblichen Player der Stadtentwicklung, sei es Finanzwelt, Immobilienwirtschaft, Verwaltung, sondern Fragen an alle, die an der Weiterentwicklung der Stadt beteiligt sind. Also auch Gesellschaft, auch Kultur, selbstverständlich. Denn Stadt ist nie fertig, Stadt ist nie perfekt und muss permanent debattiert werden. Und die Fragen, denen wir uns heute stellen, sind andere als die vor 10 Jahren, ja sogar andere als noch in diesem Jahr im Februar vor Corona.
Deshalb finde ich Tiny Bee das aufregendste Projekt des kommenden Jahres und deswegen unterstütze ich Tiny Bee auch sehr gerne mit Herzblut und mit meiner Zeit. Tiny Bee ist ein Stein im Mosaik der Lebensgestaltung, und zwar ein besonders schöner. Wir befinden uns in einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs und wir alle sind Teil dieses Prozesses, indem wir darüber entscheiden, wie wir zukünftig wohnen, arbeiten und leben. Wenn Kunst und Kreativität diese drei Aspekte beeinflussen, haben wir eine Chance für wirklich lebenswerte Räume. Tiny Bee ist ein herausragendes Projekt, das Kunst und Architektur, Gesellschaft und immobilienwirtschaftliche Aspekte vereint. Es ist gelebte Inspiration und ich freue mich sehr auf die bewohnbaren Skulpturen, die Ausstellung, die Workshops und die hieraus entstehenden Diskussionen. Jetzt begrüße ich Sie zum letzten Part unserer Kick-Off-Veranstaltung zu den Tiny Talks. Wir haben drei Künstler eingeladen, Beiträge zu senden oder sogar hier zu präsentieren. Und ich bin sehr glücklich, den Künstler Christian Jankowski aus Budapest hierher schalten zu können mit einer Videobotschaft. Christian Jankowski kenne ich auch schon sehr lange, verfolge sein Werk mit hoher Intensität und bin begeistert, dass wir diesen Künstler haben begeistern können und begeistern können für eine bewohnbare Skulptur, für dieses Thema, das er sofort auch gesehen hat und für sich entwickelt hat. Hallo Christian Klipp. Hallo zusammen, das ist jetzt nicht mein erster Versuch, irgendwas in die Kamera zu sagen. Ich wäre gern dabei gewesen für Tiny Bee. Ich habe natürlich sofort zugesagt, weil ich es spannend finde, mal ein Gebäude in einem Haus zu bauen, in einem Park da in Frankfurt. Das klingt alles sehr verlockend und ja, auf eine Art auch für meine Arbeit eine neue Herausforderung, weil ich ja meistens eher was mit Performances oder Filmen, ja, oder Fotografien mache. Wirklich was so in den Raum zu stellen, in den Park, was sich irgendwo zwischen Skulptur und einer Hütte und einem Haus aufhält, auch mit dem wirklich ziemlich kleinen Budget, was wir ja alle haben, finde ich und fand ich sofort eine vielversprechende Herausforderung für mich. Und ich glaube, ich habe auch schon eine Idee und werde mit Auto und werde mit Skulpturen arbeiten. Mit Skulpturen als Werkzeuge, um dieses Haus zu bauen. Und warum bin ich gelaufen? Weil hier im Hintergrund ein wunderschönes Marcel-Janko-Gebäude ist. In Bukarest, dem Mitbegründer von Dada. Und ich fand das jetzt eigentlich einen schönen Abschluss
für meinen kleinen Videobeitrag. Ciao, Leute. Lieber Christian, danke für diesen Einblick in die Architektur Bukarest. Danke für deine Ideen für Tiny Bee. Und wir sind schon sehr gespannt, wie du aus Skulpturen eine Skulptur bauen wirst, eine bewohnbare Skulptur. Herzlich willkommen jetzt Vera Meyer, Biotechnologin an der TU Berlin und Kollektivgründerin mit Sven Pfeiffer von der UdK. Ihr habt dieses Kollektiv aufgestellt mit 8 weiteren Künstlern, Designern, Architekten und Wissenschaftlern. Und ich freue mich sehr, dass du jetzt aus Berlin zugeschaltet wirst mit deiner Videobotschaft und uns deine Sicht auf Tiny Bee gibst. My name is Vera Meyer. I work at the Technische Universität Berlin. I do research on fungi, scientific research and artistic research. The project we are working on with our team is basically we want to transform dead plant matter, which comes from the agriculture or from forestry, and we want to transform this into composite materials. And we do this with fungi. And while it's basically transforming this dead plant material, we generate new material with which we can build something. We build sculptures, we want to build new houses, we want to make isolation for houses, these kind of things. We are living now in a time where we have to get rid from this fossil-based resources, we have to move towards the so-called bio-based resources. Fungi are, at least what I think, are the most important microorganisms that can help us to move, to make this transition real. Fungi are the only organisms on Earth who can fully degrade dead plant matter, lignocellulosic biomatter, and meaning for a circular economy, for a so-called bioeconomy, they work really at the beginning of this economy, and we use them, as I said, to make not only drugs or enzymes, we really want to use them to make houses for the future. So we co-create with fungi. It is a kind of co-design. We use them we collaborate with them as non-human agents. And basically, whilst we are defining the outer form and we generate them with 3D printing, basically the fungi decide where to grow in these forms. And this is a process where both human and fungi collaborate to generate something new. So MicroSpace is a project where science art collective MicroX collaborates. So we are a team of artists, designers, biotechnologists, many students. And basically we design or think about a sculpture in which we can live not only on Earth, but basically which can also help us to explore space, the outer space. And basically we refer to one of the architects of the space mission, the Russian space mission, Galina Balashova, who was involved in the design, in the interior design of Soyuz modules, of the Mir station. And the challenge she faced was how can she ensure that the cosmonauts, the astronauts, live perfectly in a limited space with limited resources? And basically that question from the 60s, 70s, we translate now in our century and we give and discuss and artistically express our vision how the future on our living could be on Earth and in space. The Tiny Bee way of life, as I foresee, is a kind of local thinking. So what kind of resources are around me? What kind of people are around me? How much space do I need? How much space do the others need? How can we jointly develop our houses, our tiny houses?
Tiny Bay of Living would also mean for me spending perhaps more time in nature, because the houses we just only need for sleeping, but for example eating and talking and dancing and we just can also happen in nature, in parks. The Tiny Bee of Living is a positive way of living. It's an utopia and not at all a way of limitation, at least not the way I foresee this. So the largest problems mankind are facing have to do with the climate change, have to do with limited resources, be it water, be it land, be it fossil resources. It's just the increase in greenhouse gases. And there is no single answer to all of these challenges. There is no single discipline that can contribute to these answers. So we need all sub-disciplines in science, and we also need the artists, and we need the designers and the architects to basically bring in their knowledge, their expertise, to jointly define the right answers which are sustainable. Meaning we also have to talk to people who study sustainability, who study transformation. We have to bring in the society. We have to make people interested to participate in these endeavors. And for this, my vote would be, do not consider a scientist as a scientist only, or do not consider an artist as an artist only. Consider each and every person as a scientist and an artist. And that knowledge, that creativity, that intelligence can contribute to find the right answers. Liebe Vera, vielen Dank für diesen Einblick in deine Forschung. Das ist genau dieses Gebiet, das eventuell mit der Kunst, mit künstlerischen Gedanken und Formen verknüpft werden kann. Und ich bin sicher, dass wir mit dieser bewohnbaren Skulptur, die ihr bauen werdet, als tatsächlich lebendige Skulptur auch die Menschen begeistern werden. Und es wird für viel Aufsehen sorgen. Schönen Gruß nach Berlin, auch an Sven Pfeiffer. Alles Gute und wir hoffen, dass wir uns dann spätestens nächstes Jahr im April sehen werden. Damit habe ich die große Freude, hier nochmal im Studio auch tatsächlich in Realität die Künstler der Künstlergruppe Yardworks begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr gekommen seid. Unter diesen schwierigen Bedingungen. Wir sitzen hier mit dem nötigen Abstand, den Hygieneregeln und sind trotzdem froh, dass ihr euren Beitrag live zeigen könnt. Ihr habt hier den regionalen Vorteil. Ihr seid aus Offenbach, ihr seid bekannt im Großraum Frankfurt. Nicht nur das, sondern mittlerweile darüber hinaus. Und ich habe euch eingeladen, weil es mich fasziniert, wie ihr eure Kunst im öffentlichen Raum zeigt, entwickelt, auf Architektur eingeht, Architektur und Kunst verknüpft und wie ihr vor allem mit den Menschen, die euch begeistert folgen, in euren Projekten die Möglichkeit gibt, Kunst zu erleben, eure Kunst mitzugestalten, eure Kunst zu formen, die Angebote, die ihr entwickelt, zu feiern zum Beispiel, Musik zu hören. Also ihr seid ja wirklich Multimedia-Künstler im weitesten Sinne. Aber vor allem dieser interaktive Aspekt, das ist, glaube ich, auch etwas, das für Tiny Bee ja sehr wichtig ist. Und ich freue mich jetzt, wie ihr mit eurem Blick auf eure Projekte unser Publikum heute noch einen ganz spannenden Part aus dieser Sicht, in diesem Blickwinkel zeigen werdet. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Genau, danke für die Einladung. Wir hatten es echt nicht weit. Wie gesagt, wir kommen aus Offenbach. Und ich habe vorhin, als du schon mal darüber gesprochen hast, was diese ganzen Kunstwerke, die ausgestellt werden im Metzlerpark, miteinander verbindet, hatte ich überlegt, dass eine Komponente durchaus auch unsere ist, und zwar ist immer diese Nutzbarkeit. Also das haben wir eigentlich immer in allen unseren Projekten, dass
unsere Skulpturen immer auch eine Funktion haben. In ganz unterschiedlichen Formen, die werden durch Menschen teilweise bespielt, teilweise auch ja, fast schon technische Funktionen. Aber genau, es gibt halt immer irgendwie noch mehr als das reine Anschauen. Also wir reden da meistens irgendwie von einer Art Bespielung. Und wir haben einfach mal drei Projekte mitgebracht heute, die wir so ein bisschen vorstellen wollen, wo wir zeigen wollen, was wir da irgendwie genau gemacht haben, warum, ein paar Hintergründe vielleicht liefern. Und ich glaube, da sieht man dann ganz gut, wie unsere Arbeitsweise und vielleicht auch unsere Denkweise ist. Da kommen wir zur Präsentation. Wir haben, wie Ruben schon sagt, drei Projekte mitgebracht. Das ist jetzt das letzte große Projekt, was wir eröffnet haben im Frühjahr. In Kooperation mit dem Senckenberg-Museum hier in Frankfurt und dem Frankfurter Kunstverein. Es geht darum, dass das Senckenberg-Museum einen großen Stein aus Wyoming eingeflogen hat, der hier live vor Ort ausgebuddelt wurde, beziehungsweise die Dino-Knochen da drin. Wir haben uns in dieser Architektur mit unterschiedlichen Sachen beschäftigt. Einmal der Präsentationsfläche dieses Steins, da der so viel gewogen hat, dass er nicht im Museum präsentiert werden konnte. Haben diesen Stein in einen White Cube gesetzt, wo die Forscherinnen und Forscher den Stein bzw. die Dino-Knochen ausbuddeln und haben das Publikum um den Stein herumlaufen lassen. Mhm. Das ist so ein zentraler Aspekt in dieser Arbeit. Genau, das ist, glaube ich, relativ typisch für uns. Also, dass wir reden dann auch ein bisschen so von Bühnen, also dass wir Situationen herstellen, wo dann Menschen, andere Menschen beobachten können, in dem Fall natürlich die Forscherinnen und Forscher, aber auch durch so eine durch das Gegenüberliegen von diesen beiden Tribünen auch sich gegenseitig, also das Beobachten des Beobachtens oder eine Beobachtung zweiten Grades sozusagen. Das ist ein Projekt aus Hannover zu den Kunstfestspielen Herrenhausen. Und zwar war da die Idee, dass es gibt ein Schloss, das Schloss Herrenhausen, was zerstört wurde und nach alten Dokumenten sozusagen neu aufgebaut wurde. Aber es ist sozusagen eine neue Bausubstanz. Das ist alles nicht historisch so gesehen, sondern nur die Form ist quasi dem alten Schloss nachempfunden. Und wir haben da ein Projekt gemacht, was sich genau mit dieser Thematik befasst. Und zwar haben wir die Fassade sozusagen einen Abguss genommen und diesen Abguss quasi vor dieses Schloss gelegt, also so eine Art Witz, genau, um damit so ein bisschen umzugehen. Die Idee dabei war auch ein bisschen so die Reproduzierbarkeit von so alten Gebäuden darzustellen. Also wir haben uns die Frage gestellt, könnte theoretisch dieses Schloss, jetzt wo es wieder aufgebaut würde, eigentlich nicht auch überall auf der ganzen Welt wieder aufgebaut werden? Also man hört ja teilweise auch von China, dass die da dann irgendwelche ganzen Stadtteile nachbauen. Ich meine, wir sind hier aus Frankfurt, da kennen wir die Thematik, glaube ich, mittlerweile auch. Und einfach so gefragt, so, was braucht es eigentlich, um wirklich ein altes Gebäude zu sein? Also ist es denn nur die Bausubstanz oder steckt da nicht noch viel mehr dahinter? Da kommen wir zum dritten Projekt, die Oper Offenbach, die wir vor 2 Jahren in Offenbach haben stattfinden lassen. In Kooperation mit dem Theaterhaus Musanturm haben wir die Hafenspitze, die vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt ist, für 7 Wochen bespielt mit 4 unterschiedlichen Skulpturen, die sich mit dem Thema Oper beschäftigen. Hier sehen wir die Billboards, die an die Bühnenzüge auf einer großen Bühne erinnern. Diese unterschiedlichen Skulpturen haben wir dann wiederum bespielen lassen von Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit den verschiedenen Skulpturen irgendwie befasst haben. In dem Falle haben wir 2 Opernsängerinnen gefragt, ob sie dort einen Auftritt machen und haben die Zwischenräume zwischen den Bühnenzügen von sowohl Publikum als auch von den Künstlerinnen begehen lassen. Genau, das Besondere da war, dass wir Architektur irgendwie so als was Zeitbasiertes empfunden haben und insgesamt 4 Skulpturen gezeigt haben, die alle aufeinander aufgebaut haben. Das heißt, wir hatten dann auch 4 Eröffnungen und 4 verschiedene Veranstaltungen und haben das Ganze nicht als Bauwerk gesehen, sondern eher die einzelnen Bauabschnitte behandelt. Hier sieht man zum Beispiel jetzt den Orchestergraben oder unsere Version davon. Da war der zentrale Gedanke, dass im
in der Oper natürlich das Orchester immer irgendwie versteckt wird im Graben. Wir haben es umgedreht und haben durch diesen Graben eigentlich eher eine Plattform geschaffen, wo man dem Orchester mal ganz genau zugucken konnte und man wirklich bei den Geigerinnen mal ganz genau sehen konnte, wie die Griffe sind. Also man war viel näher dran als sonst. Wir haben Architektur eigentlich als Inszenierung gesamt gesehen, also den Bauabschnitt als komplette Inszenierung von 7 Wochen. Genau, da kommen wir zum, oder ist so ein bisschen Teil zum Tiny Bee. Die Logen sind ein Teil oder eine Skulptur dieser 4, wo man drin übernachten konnte. Das war uns irgendwie wichtig, uns mit den Logen zu beschäftigen, weil die ja irgendwie so gelten, als ob man in der Oper immer einschläft und dass man das nicht darf und so. Wir haben es gerade umgenutzt und haben gesagt, bei uns darf man in den Logen einschlafen. Man wurde mit Live-Hafenmusik in den Schlaf gespielt und durfte dann eine Nacht auf der Hafeninsel übernachten. Das zum Thema Bewohnbarkeit von Skulpturen vielleicht auch. Mhm. Genau. Ja, das war die letzte Skulptur, die wir da gemacht haben und sozusagen auch der Abschluss. Da haben wir uns an die Drehbühne angelehnt, die es hier in Frankfurt gibt. Und zwar ist es eine der größten Drehbühnen. Und unsere Idee war es halt auch irgendwie, uns damit zu beschäftigen, und wir haben versucht, diese Drehung hinzubekommen, und zwar haben wir es da umgedreht, und zwar, dass sich die Drehung dadurch ergibt, dass sich die Schauspieler bzw. die Musiker um diese Bühne drehen, also oben drauf laufen, und das Publikum in der Mitte muss quasi, um der Musik zu folgen, muss sich dann drehen um die eigene Achse, und so haben wir so eine Parallele zu der Drehbühne geschaffen. Und ja. Nach diesen 7 Wochen, wo man jetzt immer wieder vorbeikommen konnte, und muss auch dazu sagen, neben dieser Insel oder dieser Halbinsel führt auch ein Fahrradweg lang, wo Leute uns immer beobachten konnten, wie wir bauen, konnte man dann am Ende, als wir fertig waren, dieses Gesamtkunstwerk sehen. Also waren dann dieses ganze Ensemble. Also nochmal zusammenfassend sieht man ganz rechts die Bühnenzüge oder die Prospekte, in der Mitte die Drehbühne, den Orchestergraben, und ganz links waren die 10 Logen. Ups, jetzt. Ja. Nur durch. Okay. Vielen Dank. Ja. Darf ich denn noch Fragen stellen? Ja, natürlich. Also, es war natürlich großartig, diesen Einblick. Vielen Dank dafür. Ich weiß, dass eure Inszenierungen und Aktionen ja ein Riesenpublikumserfolg sind. Also, ihr zieht ja unglaublich viele Leute an. Wie erklärt ihr euch das? Ein Aspekt, also das sagst du jetzt, also die Frage ist ja immer auch ein bisschen, das ist ja immer eine Frage der Relation, also im Vergleich zu Beyoncé oder so ziehen wir natürlich sehr wenig Leute, aber was, glaube ich, bei unseren Skulpturen natürlich eine Rolle spielt, ist, dass wir die Besucherinnen und Besucher aktiv mit einbeziehen, also dass wir eigentlich schon immer, wenn wir über die Skulpturen nachdenken, auch über die Bespielung automatisch nachdenken und die Bespielung immer der zentrale Aspekt eigentlich von der ganzen Sache ist. Und ich glaube, dass das natürlich auch sehr niedrigschwellig dadurch ist, also weil unser Publikum immer aufgefordert ist, irgendwie mehr zu machen, als nur irgendwie sich was anzugucken, was, glaube ich, auch Leuten teilweise ermöglicht, da mitzumachen, die vielleicht im Museum teilweise vielleicht nicht so anknüpfen können. Genau, aber es ist jetzt auch kein Kalkül, von daher, also es hat sich halt so ergeben, also wir arbeiten so und wir wollen eine Kunst machen, die auch, glaube ich, für möglichst breites Publikum zugänglich ist. Ja. Da fängt es auch erst an, für uns Spaß zu machen. Also rezipieren ohne irgendwie mitzumachen ist vielleicht nicht ganz so das, was unsere Arbeiten irgendwie ausmacht. Also. Das ist spannend, weil darum geht es letztendlich auch bei Tiny Bee, dass wir über das Thema Haus, Wohnen natürlich auch Menschen anziehen, die vielleicht sonst nicht in eine Kunstausstellung gehen würden. Klar, ne? Ja. Und habt ihr nur temporäre Projekte bisher gemacht oder auch dauerhafte Installationen? Größtenteils temporär, ja. Mhm. Ich glaube, ja, mir fällt jetzt, glaube ich, nichts ein, was so dauerhaft ist, aber das heißt nicht, dass wir nur temporär arbeiten. Also, ja. Wir machen ja die Kressmann-Halle in Offenbach, also wir betreiben auch eine Ausstellungshalle. Die ist schon mittlerweile nicht mehr nur temporär, weil die gibt es, glaube ich, jetzt seit 2016. Also das kippt gerade so ein bisschen, wobei die auch auf Zeit ist. Also wir haben jetzt nicht das Credo, dass wir ausschließlich temporäre Sachen machen dürfen, aber es hat sich bis jetzt auch eigentlich meistens so gefügt und ist natürlich auch ein Medium, mit dem wir sehr gut arbeiten können. Wenn man
Also wir machen ja auch sehr viele Aktionen, also diese Sparte von unserem Arbeit haben wir gerade jetzt nicht so beleuchtet, aber wir machen ja auch zum Beispiel sowas wie einen temporären Pizzalieferdienst oder wir haben mal ein Fitnessstudio gemacht oder eine Messerschmiede und sowas und das sind natürlich immer Sachen, die würden wir gar nicht unbedingt gerne unser ganzes Leben lang machen, sondern das ist dann, das lebt dann auch für uns davon, dass wir das nach 2-3 Wochen auch wieder aufhören können. Und was wäre so ein Traumprojekt, so ein fester Auftrag, was könntet ihr euch da wünschen? Traumprojekt nur als fester Auftrag, also also wir haben ganz früher uns mal bei Kunst am Bau beworben, haben es aber nicht gewonnen, also keine Ahnung, das werden wir vielleicht auch noch mal irgendwann probieren, haben wir uns gar noch gar nicht so überlegt. Oder auch eine Kooperation mit einer richtigen Architektur, die dauerhaft ist, wäre sicherlich auch spannend, also gibt es viele Möglichkeiten. Aber auch mit einem Bühnenbild für eine richtige Oper wäre genauso spannend. Also ich glaube, wir sind da gar nicht festgelegt und können uns gerade noch alles vorstellen. Ja. So wie Ai Weiwei mit einem Fußballstadion zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Wir haben ja in Offenbach studiert, unsere Hochschule wird irgendwann neu gebaut. Genau. Architekturwettbewerb ist noch nicht aufgeschrieben. Ja, dann drücken wir euch ganz fest die Daumen. Vielen Dank für diesen Einblick in eure Arbeit. Gerne. Danke. Und damit, Barbara, schauen wir mal, ob wir noch Fragen in der Chat-Funktion bekommen haben. Wir haben tatsächlich noch Anmerkungen bekommen und die sind so schön, dass ich, glaube ich, die dir vorlesen muss, Cornelia. Die erste Anmerkung ist von Carsten Rutz. Er schreibt dir: Liebe Cornelia, freue mich so sehr, dass es endlich losgeht mit diesem wunderbaren Projekt. So viel Leidenschaft, wie du investiert hast, kann es nur ein großer Erfolg werden. Bin von großer Dankbarkeit erfüllt, dass ich ein kleiner Teil dieser schönen Verbindung zwischen Kunst und Architektur sein darf. Herzlichst, Carsten. Das ist sehr schön. Vielen, danke, vielen Dank, Carsten. Und wir haben eine weitere Anmerkung hier. Die finde ich einen sehr, sehr schönen, auch so einen schönen Ausklang, schönen Schlusspunkt eigentlich. Das ist eine Frage von Brigitte Eisenmann. Ja. Mhm. Warum glauben Sie, dass weniger mehr sein kann? Sie hat auch gleich die Antwort mitgegeben, als Anmerkung. Weil wir im Überfluss leben, weil viele Menschen das nicht realisieren und die Besinnung zu weniger angebracht ist. Und ich finde, das kann man schöner nicht ausdrücken. Herzlichen Dank, liebe Brigitte, dafür. Ja, ich glaube, dann sind wir im Großen und Ganzen am Ende dieses ersten Kickoffs angekommen. Ich hoffe, wir haben Ihnen allen ein bisschen Freude, ein bisschen Neugier und ein bisschen Anregung geben können, was man alles machen kann. Und wir möchten uns nochmal ganz herzlich bedanken für alle, die hier im Studio waren. Besonders nochmal an Frau Wolf, die wirklich Geburtshelferin des Projektes war im finanziellen Sinne. Und das brauchen wir alle. Ja, es geht besonders an uns alle. An alle Künstler, die hier mitmachen in dieser Vielfalt, wie wir sie hier haben. Und natürlich an alle anderen Projektbeteiligten. Und natürlich vor allen Dingen auch an Sie, die vielleicht jetzt zu Hause oder in Ihrem Büro oder wo auch immer uns hier zuschauen und Interesse mitbringen. Herzlichen Dank und wir freuen uns sehr, Sie zum einen vielleicht beim nächsten Tiny Monday, den wir dann rechtzeitig ankündigen werden, wieder einladen zu dürfen und dann vor allen Dingen nächstes Jahr im Mai, von Mai bis August auch live zu sehen im Metzler Park. Und damit sind wir für heute am Ende. Herzlichen Dank nochmal an alle und Ihnen allen eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.